Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung City Kultur hier in Sulzbach im Kunstverein. Wir stellen heute den Künstler Jörg Munz vor. Jörg Munz ist Meisterschüler von Bodo Baumgarten, bei dem er hier in Saarbrücken studiert hat. Die neuen Arbeiten und Skulpturen sind hier in Sulzbach im Kunstverein installiert. Wir hoffen, dass es Ihnen einigermaßen gefällt. Wir treffen heute im Sulzbacher Kunstverein den Herrn Bellon, der Vorsitzender dieses Vereins ist. Und jetzt habe ich einige Fragen an Sie. Die erste Frage wäre, wie lange gibt es diesen Kunstverein hier in Sulzbach schon? Kunstverein Sulzbach gibt es seit dem Juni 2007. Da haben wir uns gegründet im Salzbrunnenhaus und seitdem sind wir, glaube ich, doch recht aktiv hier am Start, um was für Sulzbach zu machen. Die nächste Frage wäre, wie viele Ausstellungen haben Sie schon gemacht und wie sieht das mit der Tätigkeit Ihrer Mitglieder aus? Arbeiten die alle mit oder sind viele Inaktive auch im Verein Mitglied? Also wir haben momentan gut über 60 Mitglieder. Natürlich sind nicht alle aktiv, aber wir haben eine Zahl von gut 20 aktiven Mitgliedern, die diese Sachen stemmen, die ganze Ausstellung bei den Ausstellungen helfen. Das sind nicht weniger als 3 Einzelausstellungen jetzt hier in der Galerie, in der Aula, plus noch die Glaskunsttage, eine junge Kunstausstellung auch hier. Also das ist schon eine ganze Menge zu schultern. Finden Sie, dass diese Ausstellung heute erfolgreich war und wie sehen Sie die Bilder dieses Künstlers? Also ich bin sehr erfreut über den Zuspruch und auch wie die Ausstellung angekommen ist. Wir haben natürlich eine Klientel, die immer zu unseren Ausstellungen inzwischen kommt, aber natürlich bringt der Künstler auch nochmal eigene Freunde und Freundinnen mit. Der Zuspruch war super und auch die Resonanz war ganz hervorragend. Also ich bin sehr zufrieden mit der Ausstellung. Dann hätte ich noch eine Frage. Haben Sie auch Profis, Künstler, die in Ihrem Verein Mitglied sind? Wir haben auch einige Künstler, die natürlich Profis sind, das ist richtig. Wir wollen aber, dass diese einzelnen Künstler sich ein bisschen zurückhalten. Wir haben eine Jahreskunstausstellung, wo die Künstler, die bei uns aktiv sind, selber ihre Sachen ausstellen können. Aber im Wesentlichen geht es uns darum, die Qualität möglichst hoch zu halten und von außen halt, dass wir von außen Sachen halt haben wollen. Ja? Dass wir nicht so im eigenen Saft braten und ein Selbsthilfeverein sind, das wollen wir nicht. Diese musikalischen Sachen, die hier dargeboten werden, gehört das auch zu Ihrem Verein oder ist das wieder ein getrennter Verein hier in Sulzbach? Also die musikalischen Sachen, die hier in Sulzbach sind, zum Teil auch Sachen, die wir hier jetzt auch installiert haben. Wir haben oft ein Intermezzo sozusagen in der Ausstellung gehabt. Diesmal wird es ein Finissage sein mit einem Künstlergespräch, mal was anderes. Aber wir planen was ganz Interessantes für die Zukunft nächstes Jahr. Das ist noch in der Planung, deswegen will ich das jetzt noch nicht so an die große Glocke hängen. Aber es ist im Prinzip hat was mit Klassik und mit einem Preis zu tun, dass wir nächstes Jahr, denke ich, auch Furore machen werden. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und bedanke mich für dieses Interview. Dankeschön.
Wir treffen hier im Kunstverein Sulzbach den Künstler Jörg Munz, der heute hier eine Ausstellung hat. Jörg, ich hätte einige Fragen an dich. Die erste wäre, ich sehe hier seit langer Zeit wieder Objekte, die du gestaltet hast und würde gerne wissen, wann sind die entstanden und was hat dich dazu bewogen, diese Arbeiten so auszuführen? Also die Objekte, die hier zu sehen sind, sind ab 2004 bis 2009 entstanden, also diesem Zeitraum. Und damals war es auch Bestandteil meiner Diplomarbeit mit den Objekten. Mir hat das irgendwann nicht mehr gereicht, dieses sogenannte Tafelbild zu bearbeiten. Und es war halt ein Drang da, in die dritte Dimension zu gehen. Und dann kam auch dann die Idee mit den Objekten. Ja, also die Objekte, die Astformationen sozusagen als Linie, gewachsene Linie in der Natur auszuwählen, dann die Leinwand dazu zu bringen und so ein Farbobjekt zu machen, also quasi ein Bild in der dritten Dimension. Die nächste Frage wäre, Jörg, aus welcher Zeit stammen die Bilder, die du hier hängen hast und was hat dich dazu motiviert? Also die Bilder, die hier zu sehen sind, sind aus den Jahren 2009 und 2010, also sehr aktuell und bewegt die Natur. Die Natur ist mein Thema und hier in der Ausstellung sind auch jetzt Eindrücke zu sehen, die ich aus meinen Reisen gewonnen habe. Einmal hier links diese ja, farbenfrohen Bilder, wo die Türkei, also Kappadokien die Inspiration war. Und auf der anderen Seite die etwas zurückgenommen, die hier im Saarland entstanden sind. Ja. Was mich natürlich sehr freut, ist, dass du deiner Linie treu geblieben bist und dass man in deinen Arbeiten den Weg deines Gehens sieht. Ja, es ist halt so, ein Künstler muss sich weiterentwickeln. Stillstand wäre halt der Tod eines jeden Künstlers. Bei mir ist schon, wie man ja auch hier sieht, eine Weiterentwicklung da, aber es geht halt langsam, also die Übergänge sind, oder es gibt so, sozusagen Übergangsbilder, ja, und so harte Brüche, die gibt es bei mir nicht. Ja. Lieber Jörg, ich möchte mich bedanken für das Interview, wir wünschen dir hier noch viel Erfolg in Sulzbach und das war eine Sendung von City Kultur, bis dann, machen Sie es gut.